So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir uns zum verlassenen Weiler aufgemacht, haben dort auch noch die Umgebung erkundet und einige Sachen freigeschaltet, außerdem noch ein Gewölbe abgeschlossen und sind gerade dabei, ja, das Dominion wieder aus Schattenfällen herauszutreiben, beziehungsweise die Agonia, die hier noch gebunden sind, ja, ins Totenreich übergehen zu lassen. Ich habe den Alarm aus dem Lager des Dominions gehört. Ist der Schlachter tot? Und wir haben Maldur umgebracht. Oh ja, das wird meinen Eidgeschwistern helfen, Frieden zu finden. Was werdet ihr damit machen? Folgt mir, ihr werdet es schon sehen. Will ich das überhaupt sehen? Oh, ein Barmasu. Schön, nicht wahr? Maldur wollte die Macht des Hists verzehren, aber stattdessen wurde er verzehrt. Ich schätze, das war ein passendes Ende. Ich habe eine Belohnung für euch. Es ist nicht viel, aber ich habe das hier aus ihrem Lager gestohlen. Es gehört euch. Und nun soll der Rest dieser Eindringlinge büßen. Dann viel Glück dabei. Wir werden aber jetzt erst einmal die Histbottiche verbrennen. Und kurz mal konsequent an allen vorbeirennen. Sieht eher aus wie, keine Ahnung, Chili con Carne und irgendwie sowas. Oh, das ist jetzt nicht der Ernst, meine Güte. Warum habt ihr mich denn jetzt hier getroffen, gesehen? Ach, was soll denn das? Ich raste hier aus. Aber jetzt kommt die Tante nämlich und jetzt sieht ihr meinetwegen die... Sieht sie nicht, okay. Oh, meine Güte, das regt mich gerade dezent auf. Ach, warum hat denn die jetzt hier... Meine Güte, so. Ja, komm, jetzt stirbt mal bitte. Danke, 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 so. Nichts für meine Geduld. Oh, jetzt ist auch mein Dings wieder voll. So, dann machen wir einmal mal hier kurz gucken. Nein. Es ist... erstmal, weil wir haben ja eigentlich das eine Elixier schon ausgerüstet. Wir haben hier noch eine Blaupause, habe ich gesehen. So, dann fehlen uns noch zwei Bottiche. Genau, und das hat nämlich, weil ich nämlich erstmal 5 Millionen Jahre hier rumfuchteln muss mit der Fackel. Deswegen hat es nämlich nicht funktioniert. Für die Herrlichkeit des Agneri Dominions. Ja. So, dann noch Numero Uno. Genau, dann müsste ich auch nochmal gegen die kämpfen. Ist das schön. Ach, das macht Spaß. Das macht wirklich extrem viel Spaß. Vor allen Dingen, wenn ich ja nicht mal meine ganzen Angriffe irgendwie hinbekomme. Ach, ich freue mich schon, wenn ich dann die Schändlingspunkte habe und dann einfach mich so richtig schön hochleveln kann. Was machst denn du jetzt hier? Was soll denn das?
Ach, endlich ein Stufenaufstieg. Ach, also das habe ich mir jetzt auch verdient. Und verbrennen, bitte. Dankeschön. So. Okay, dann schauen wir mal kurz. Dunkle Hölle. Das Ausbekrüppeln, ja, hoffen, hier ich kann da hingehen. Eines Feindes? Das ist ja Heilung, genau, das brauche ich ja. Wenn ich hier eine Heilung, ja, jetzt auch mal Schatten. So, Asgard erhöht sich euer Laufzeit, wenn ihr schlecht oder unsichtbar seid. Machen wir das einfach mal so. Schwere Rüstung und hier noch. So, haben wir das auch erledigt. Ich muss wieder hier auf reinkommen. Na gut, jetzt scheinen sie ja erstmal alle friedlich zu sein. Der Wahnsinn schwindet, aber wir ebenfalls. Ist etwas schiefgegangen? Nein, ich habe ihre Behälter mit Hisssaft zerschlagen. Gut, da der Wahnsinn sich nun lichtet, ist es hier ruhiger. Mit der Hilfe meiner Eigeschwister kann ich den Histbaum heilen. Doch es muss schnell gehen. Wir schwinden dahin. Ich weiß nicht warum, doch unsere Essenz... Der innerste Kern unseres Seins verflüchtigt sich. Was kann ich tun? Ich denke nicht, dass das Dominion so leicht aufgeben wird. Ich schätze, sie werden zurückkommen. Falls sie das tun, werdet ihr das Ritual beschützen müssen. Nehmt euch eurer Bedürfnisse an. Danach lasst mich wissen, wann ich anfangen soll. Was kann das Dominion tun? Wenn sie das Ritual stören, wird unsere Essenz verfliegen, ehe der Histbaum geheilt ist. Erwartet keine Hilfe von den anderen Geistern. Ich werde die wenige Kraft, die ihnen noch bleibt, dazu nutzen müssen, meine Gebete zu stärken. Der Rest der Bürde lastet auf euch. Ich bin bereit, euch zu verteidigen. Beginn das Ritual. Sehr gut. Das letzte Mal drang das Dominion aus dem Norden auf den Histbaum ein. Sind nicht die schlauesten Geschöpfe. Also würde ich davon ausgehen, dass sie erneut von dort kommen werden. Ihr müsst die Geister beschützen. Ich bin bereit, beginn das Ritual. Aber, auch nur Moment doch. Das mache ich noch. Ich tue mich mal kurz hier. Mal kurz hier cheaten. Ah, warum sind es auf einmal so viele? Was soll denn das? Ja, warum haben die denn jetzt auch solche... Oh nein. Ist es jetzt der Ernst, dass sie jetzt... Ach, okay, nein. Ich dachte schon. Ah, da ist ja noch einer. Oh Gott, habe ich es geschafft? Ich habe es geschafft. Sehr schön. Das Ritual ist abgeschlossen.
greifen diese Zitzenlecker immer noch an. Ich glaube, das war der letzte. Unser Ritual war ein Erfolg. Ein bitterer zwar, aber ein Erfolg. Wir starben, aber unser Histbaum lebt. Wenn wir zum Hist zurückkehren, wird der Baum gesunden. Eines Tages werden hier in einem neuen Nest Schlüpflinge das Licht der Welt erblicken. Solltet ihr jemals wieder hierher zurückkehren, werden sie sich an euren Mut erinnern. Achso, nie. Achso, die leben jetzt wohl noch so weiter. Aha. Ist ja schön. Ja. Oh, aber die sind immer noch gemein zu mir. Und die gibt es auch immer noch. Ja, das ist halt so eine Sache, die mich ein kleines bisschen an die Elder Scrolls Online stört. Man räumt halt hier auf und trotzdem gibt es immer noch die Gegner. Oder beziehungsweise selbst wenn man jetzt irgendwas wieder zurückgeholt hat, was das Dominion jetzt in Beschlag genommen hat, sei es zum Beispiel weil wegen der verlassenen Weide. Man hat jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt, dass es wieder bewohnbar gemacht wird. Nein, jetzt bleiben halt für ewig diese ganzen Hissschatten dort. Was halt immer ein bisschen blöd ist, finde ich. Weil ich habe so viel Arbeit, so viel Liebe dort reingesteckt und habe dann nicht mal die Möglichkeit, irgendwie alles wieder komplett aufzuräumen. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Das ignoriere ich gekonnt. So. Wir haben ja hier auch gleich den Wegschrein, genau. Und ich spreche mich noch mit Baudry. Hallo? Seid gegrüßt, Reisende. Möge Arkay euch segnen. Marius Falto hat mich gebeten, euch das hier zu bringen. Bei Arkays Bart. Diese Urne wird vom Bösen umflort. Sie ist ein verfluchter Gegenstand. Ihr tatet gut daran, sie mir zu bringen. Was ist mit Marius? Tot. Er wurde von Dedra ermordet. Das sind die schlimmsten Neuigkeiten, die ich seit langem erhalten habe. Ich bringe diese Urne an einen heiligen Ort, wo man sie von ihrer Verderbnis läutern kann. Ist er in Frieden gestorben? In Arkays Gnade? Ja, das tat er. Das ist immerhin ein kleiner Trost. Malius wird schmerzlich vermisst werden. Vielen Dank, meine Freundin, dass ihr diese Urne und die Nachricht von Malius Tod zu mir gebracht habt. In Zukunft solltet ihr euch vorher mit mir treffen, wenn ihr wisst, dass ihr euch Dädra stellen werdet. Vielleicht kann ich helfen. Malius Falto war ein toller Mann. Er ist jetzt bei Arkay und wacht über uns. Ich komme wegen der Segen des Arkay. Sie sind euer, meine Freundin. Möge er für all eure Tage gütig auf euch blicken. Habt Dank. Denn Malius Falto nun fort ist, was werdet ihr da tun? Ich werde fürs Erste hierbleiben. Die Bewohner Schattenfans werden Arkay in den kommenden Zeiten brauchen. Ich werde tun, was ich kann, um ihnen zu dienen. Habe ich das Arkay-Segen? Ihr habt viele Leben gerettet, indem ihr der Bedrohung durch Vox ein Ende bereitet habt. Ja, ich weiß. Was ihr getan habt, war gut und richtig. Ich weiß. Das braucht ihr mir nicht zu sagen. Habe ich hier noch irgendwas? Nein, okay. Wegschrein. Genau, Wegschrein. Da werden wir, was ich in der letzten Folge angeteasert habe, die täglichen Aufgaben nochmal machen und dann werden wir uns in den Brutsumpf begeben. Hallo? Wegschrein? Ja. Weil, ich glaube, der Brutsumpf, das ist dann schon eine etwas längere Quest. Ich glaube, die würde dann auch wieder so um die 30 Minuten gehen. 20 Minuten? Ich glaube, da gibt es dann noch nämlich noch so eine andere Quest, die parallel nämlich verläuft. So. Nilsold. So.
Ich weiß gar nicht, gibt es hier den Gepäck? Ich glaube, der Gepäckhändler ist ja auf der anderen Seite des Dorfes. Da werden wir ja nicht hingehen. Das, ja. Weil ich glaube, ich habe sowieso. Ich glaube, ich muss um die 40.000 oder 50.000 Gold haben, damit ich die nächste Erweiterung meines Inventars machen kann. Hallo? Hier haben wir noch 5 zum Analysieren. So, wo ist denn jetzt hier Schmiede und so? Ach da, ach, ich bin bescheuert. Hier haben wir auch noch relativ viel. Und ich weiß gar nicht, ob wir den, ob wir das Schreinerhandwerk überhaupt nehmen können oder ob das immer noch analysiert. Nö, das ist ja schön. Tada! Was macht schon eine kleine Erpressung unter Freunden? Bitte was? Habe ich mich wohl jetzt hier etwa verhört? Na gut, na 10. 10 freie Inventarplätze noch. Ja, sehr schön. Da werde ich wahrscheinlich das Kronenstärkerungsmal beziehungsweise vielleicht auch diese ganzen Schriftrolle oder goldene Schriftrolle des Lernens vielleicht etwas öfter jetzt benutzen, damit ich ja trotzdem halt den Inventarplatz noch habe. Und ja, dass ich vielleicht auch schneller dann einfach mein Level abbekomme. Ich muss sowieso da mal schauen, ob ich nach Schattenfan die Hauptquest weitermachen werde. Also hier mit zwei Hauptaufgaben würde ich da machen wollen. Und dann würde ich Rift dann in Angriff nehmen. Und dann würde ich, wenn wir Rift dann fertig haben, nochmal 2 Hauptquests machen. Ich weiß, eigentlich hatte ich das ja so angepriesen. Aber bei Schattenfan war ich dann so fokussiert auf das neue Gebiet, dass ich das komplett vergessen habe. Und hier so zwischendrin rausreißen will ich das halt auch nicht. Deswegen werden wir vielleicht auch dann einfach 4 Hauptaufgaben machen nach Schattenfan. Um das halt einfach nachzuholen, was wir verpasst haben. Beziehungsweise müsste ich dann auch mal offline nachschauen, wie viele Hauptquest-Aufgaben wir noch haben. Ob sich das überhaupt rechnet, so wie ich das jetzt gedacht habe. Oder ob wir erstmal nur eine Aufgabe machen und nicht 2. Streckt hier in Frieden den Schwanz aus. Was bringt euch zum Brutsumpf? Ich bin hier, um... Oh Gott, wie heißt er? Eranenines Laute zurückzuholen. Ich gebe nichts zurück, was jemand bei einer Wette verloren hat. Hat er euch erzählt, dass er sie im Spiel verloren hat? Vielleicht seid ihr auch eine Spielerin. Würdet ihr sie gerne zurückgewinnen? Was muss ich tun? Ich bitte euch nicht um Geld, sondern nur um eure Zeit und eure Mühe. Ihr werdet ein Rätselspiel mit der alten Akishan spielen. Wenn ihr richtig antwortet, dann gebe ich euch die Laute. Ihr habt die Laute durch das Stehen von Rätseln gewonnen. Könnt ihr auch meines lösen? Interessanter Vorschlag. Es ist schon lange her, seit mich jemand herausgefordert hat. Ja, ich werde mir euer Rätsel anhören. Falls ich es nicht lösen kann, gehört die Laute euch. Was kann man geben und brechen, aber nicht berühren? Willen, Kampfgeist, irgendwas in der Richtung? Nein, das habe ich noch nie gehört. Könnte ich einen Tipp bekommen? Man kann es niemals halten, bis man es gegeben hat. Hä? Ich verstehe mein eigenes Rätsel nicht. Ist es... Ah. Ist es Liebe? Nein, ein Versprechen. Oh! Es ehrt mich, dass ihr euer Rätsel mit mir teilt. Hier, ihr könnt die Laute haben. Ich bin so blöd, dass ich eigentlich auch selber drauf kommen könnte. Mit Eranenen teilen, damit er nie wieder ein solch herrliches Instrument verspielt. Ja. Dann gehen wir nochmal zu Eranenes. Geben die Laute ab und hauen dir nochmal um die Ohren, dass er nicht mit solchen Spielzellen Laute aufs Spiel setzen soll, weil wir machen das nicht noch einmal mit. Habt ihr meine Laute von Akishan bekommen? Hier ist sie.
bei den Dreien. Ihr habt es geschafft. Ihr habt mein Leben gerettet. Ihr habt mich vor dem Bettelstab bewahrt. Ich habe zwar nicht viel, aber das Wenige, was ich habe, gehört euch. Ich werde es mir doppelt zurückverdienen, wenn ich in Sturmfeste auftrete. Werdet ihr jemals wieder spielen? Nie wieder. Ich habe versucht, eine Abkürzung zum Reichtum zu nehmen und dabei fast alles verloren. Ein Narr und seine Laute lassen sich allzu leicht voneinander trennen, hat mein Vater immer gesagt. Wenn ich auf ihn gehört hätte, hätte ich mir diese Torheit ersparen können. Es ist schön, das zu hören. Ihr habt meinen immerwährenden Dank. Falls ich auf meinen Reisen einen Sänger treffen sollte, werde ich bei ihm ein Lied zu euren Ehren in Auftrag geben. Viel Glück eurem Hause, meine Freundin. Ja, kein Problem. Hey, das Lied habe ich schon tausendmal gehört. So, aber jetzt auf zum Brutsumpf. Auf und davon. Hallo. Und das wird, glaube ich, auch nochmal extrem lustig werden mit dem Brutsumpf. Dann haben wir hier Vizekanoniker. Was? Servina. Aha. Ein Intrig. Ich möchte auch gerne einen Intrig haben. Aber wir werden erst in der nächsten Folge mit der Vizekanoniker sprechen, weil ich würde doch schon an der Stelle die heutige Folge beenden, auch wenn die jetzt doch relativ kurz gehalten worden ist. Und es ist ja auch nicht so viel jetzt passiert, abgesehen von dem verlassenen Weiler und unserer Analysierungssachen und Reitfähigkeitsgeschichte und der Laute, die wir natürlich zurückgebracht haben. Ja, ist die Folge vielleicht doch ein bisschen langweilig, also für mich nicht, weil ich spiele das ja, aber fürs Zuschauen ist es vielleicht ein bisschen langweilig gewesen. Das tut mir dann in der Hinsicht leider leid. aber wir werden in der nächsten Folge den Brutsumpf in Angriff nehmen. Wir werden den vielleicht auch in der Folge auch schon abschließen und dann ja, müssen wir mal gucken, wohin uns die Reise dann weiterführt, weil das kann ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht sagen, wo die Hauptquest uns dann hinführen wird nach Norden, sage ich schon, entweder nach in den Osten oder in den Westen, hier unten oder dann hierhin halt. Ja, und werden vielleicht dann hier noch das Gewölbe mitnehmen. Je nachdem, wie weit wir halt in den Brutsumpf kommen. Wie lange das dauern wird, ehe wir den abgeschlossen haben. Genau. Also ihr wisst, was jetzt in der nächsten Folge so auf euch zukommen wird. Und hoffe natürlich, dass ihr damit dabei sein werdet.